Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf diesem Kanal namens Baba is You. Ihr seht schon, Nordic Game Jam 2017 Gewinner und Independence Games Festival Winner und 10% von dem Developers Personal Einkommen geht zu effektiven Charity. Richtig gut. Ich erkläre euch gleich, was das für ein Spiel ist. Erstmal möchte ich euch aber sagen, dass ich dieses Spiel von dem guten Jake Clarkson mehr oder weniger geschenkt bekommen habe. Er hat 10 Euro dazugegeben und das Spiel kostet 12,50 oder so. Von daher danke schon mal dafür. Ich muss allerdings jetzt das Spiel durchspielen, beziehungsweise so lange spielen, wie er guckt. Das ist alles ein bisschen komisch, aber... Oh, Wobble-Effekt? Nein, wir wollen natürlich den Wobble-Effekt haben. Quit wollen wir nicht, alles cool. Ja. Und wir starten das Spiel. Slot 1, ja. Bin gespannt, ob... Okay, das Intro fängt nochmal an. Ich habe es nämlich eben einmal ganz kurz gestartet, um zu gucken, ob es funktioniert. Und es geht. Eine schöne Blume. Baba, das sind wir! Guck mal, das sind wir! Wir können noch gar nichts machen. Noch eine weitere Blume. Wall. Jetzt erscheint hier alles. Die Welt wird gerade geformt. Wir sind live mit dabei beim Urknall, Leute. Da, Steine sind auch da. Und das müsste Win sein. Nee, Flag. Oh, wo ist denn Win? Da, nee, es gibt keinen Win. Okay, jetzt kommen die ganzen Dinger. Und zwar geht es in diesem Spiel darum, dass man schöne Blümchen einsammelt. Nein, natürlich nicht. Es geht darum... Baba, Baba ist you. Lass mich bitte Baba sein. Ich will Baba sein. Alter, wir werden gerade belebt hier. Oh, die Geburt von Baba. Mega krass. Viel zu episch. Okay, ja, wir können uns bewegen. Wir sind Baba, wir sind dieses kleine, weiße Eichhörnchen, Hund, Hasen, Viech. Es ist sehr süß. In diesem Spiel, das ist ein Puzzlespiel, geht es einfach darum, es gibt hier diese Schriften. Ja, Baba is You heißt, wir sind Baba und dieses kleine, weiße Viech ist halt Baba. Und man kann aber, der Clou in diesem Spiel ist, dass man diese Schriftzeichen verschieben kann. Und zwar alle drei hier. Man kann das Baba verschieben, allerdings, wenn wir das machen, dann sind wir halt tot und das ist eher cool, weil, uncool, weil dann sind wir nicht mehr Baba und das ist sehr schade. Aber wir können auch das Ist da rausnehmen und ja, das geht bei jedem Teil. Man kann alles verschieben. Flag ist gerade Win. Allerdings können wir jetzt zum Beispiel machen, dass, wenn wir das Flag wegmachen, dann ist gar nichts Win. Das heißt, wenn wir jetzt auf die Flagge gehen, da passiert einfach gar nichts. Ja, Rock ist Push, das heißt, wir können gerade die Steine hier umher bewegen. Wall ist Stop. Deswegen können wir den zum Beispiel nicht durch die Wall durchpacken, aber wir können zum Beispiel machen, dass die Wall nicht mehr Stop ist und jetzt können wir durch die Wände gehen. Yay! Und wir können, glaube ich, auch machen, Wall ist Rock. Okay, warte mal, ich möchte mal ein bisschen was ausprobieren. Kann man machen, Wall ist Rock und ist Push? Oder braucht man da dann ein And? Ich glaube, man braucht ein And dafür. Obwohl, warte mal. Oh, Wall ist Rock. Ist Push. Ah, Rock ist Push. Rock ist Push, Wall ist Rock. Okay, warte mal. Geht das? Warte. Ich möchte die Wall pushen. Geht das? Ah, jetzt haben wir keine Wall mehr. Ja gut, unsere Wall ist kaputt. Aber ja, ihr versteht wahrscheinlich, was ich hier sagen will. Und eigentlich, wir können das Win auch mal verändern. Ja komm, wir machen mal... Da wir keine Wall mehr haben, muss dann Rock jetzt Win sein. So, ja, tschüss. Rock ist Win. Jetzt sind die alle Röcke hier... Oder alle Steine Win. Das können wir darauf wählen und haben das erste Level geschafft. Ich habe dazu den Trailer gesehen. Ich fand es so witzig vom Aufbau her. Und dass man halt selber quasi sich die Regeln macht. Dass es einfach witzig ist, Leute. Where do I go? Natürlich Level 1. Und ich glaube, man kann sehr viel Spaß haben mit diesem Spiel, indem man alles Mögliche umherwobbelt. Und da ja mein, na, wie hieß es, 7 Billion Humans Let's Play geendet hat, weil ich zu dumm war am Ende. Finde ich das gut, dass wir jetzt einen neuen Puzzler haben. Und ich hoffe, dieser Puzzler ist nicht so anstrengend wie 7 Billion Humans, weil 7 Billion Humans hat echt mein Gehirn kaputt gemacht. Okay, Wall ist Stop. Wall ist nicht mehr Stop. Flag ist noch nicht Win. Okay, aber das ist ja doch super easy. Ja. Kann man das trotzdem... Ah, okay, man kann das dann auch durch die Welle hier durchschieben. Flag ist Win. Easy. Aber wir können ja auch Wall ist Win machen. Komm, wir machen Wall ist Win. Wir sind, wir denken, außerhalb des natürlichen Wall ist Win. Haha. Als ob ich jemals eine Flagge berühren würde, um zu gewinnen. Was bist du denn für ein Spiel? Okay, man sammelt anscheinend auch irgendwie solche... Pusteblümchen? Und es gibt auch noch große Blümchen? Okay, und ich habe schon gelesen, dass es über 200 Level geben soll. Also es ist ein sehr großes Spiel. Bei Steam, wie gesagt, für 13 Euro... Ne, für 12,50? Vielleicht auch 13 Euro oder so? Wo sind wir? Warte, was? Wall is you. Ah, wir sind die Wall. Okay, Flag ist Stop. Das heißt, wir kommen nicht durch die Wand durch. Aber wir können einfach Stop wegmachen. Jetzt können wir durch die Flaggen durch.
Barber ist Win könnten wir machen, aber es gibt keinen Barber. Es gibt keinen Barber, Leute. Es gibt einfach keinen Barber. Aber wir können auch einfach das Win hier runterbuddeln. Okay, das war viel zu einfach. Okay, wir waschen hier einfach durch. Wir gehen natürlich, guck mal, wir gehen natürlich der Reihenfolge nach. Level 3, out of reach. Barber is you, wall is stop. Water is sink. Water sink? Ah, okay. Im Wasser stirbt man. Wir können nicht durch die Wand gehen, aber Rock ist push. Was ist denn, wenn wir den Rock da rein tun? Dann sinkt der Rock. Okay, Flag is win. Aber da... Wir kommen ja gar nicht an die Flagge ran. Wir haben ja nur noch einen Stein. Achso, warte mal. Wir haben nur noch einen Stein, aber wir können einfach machen, Rock is win. Heute können wir zum Rock gehen und haben gewonnen. Okay, das ist jetzt natürlich alles noch so ein bisschen Tutorial, die erste Welt hier oder was das sein soll. Oh, was bist du? Wir brauchen drei große Pflanzendinger, Blümchen. Okay, wo auch immer man die herbekommt. Aber wir kommen da gerade nicht rein. Still out of reach. Oh, was Neues. Skull is defeat. Dann stirbt man wahrscheinlich. Ja, man stirbt, wenn man dagegen läuft. Okay, interessant. Rock is push. Black is win. Barber is you. Okay, wir müssen irgendwie machen, dass Skull nicht mehr defeat ist oder Rock is push. Wir können ja nicht wirklich viel machen. Was ist denn, wenn man so einen Rock dagegen knallt? Gar nichts. Genau, wenn wir den noch einen weitermachen, dann sterben wir einfach. Okay. Also hier oben können wir ja nichts machen, weil das ist einfach in der Ecke. Man kann leider nicht ziehen, man kann nur schieben als Barber. Aber wir kommen da ja nicht rein. Was ist denn... Fleck ist Win, Rock ist Push. Wir haben halt nichts zum Abändern hier. Ah, wir können einfach machen, dass Skull nicht mehr Defeat ist. Ich hoffe, das geht. Kann man das Skull einfach da raus? Ja. Ha, man kann das Skull einfach wegschieben. Ja, nice. Fleck ist Win, dankeschön. Ha, oh, das gefällt mir jetzt schon. Dieses Spiel ist so geil, ohne Witz. Aber wir müssen darauf achten, dass wir nicht so schnell hier durchgehen, sonst ist das in drei Folgen hier alles im Arsch hier. Okay, Baba is you. Aber ich glaube, das ist nur am Anfang so einfach, die erste Welt. Später wird das bestimmt schwer. Okay, wir müssen hier erstmal rauskommen. Also wir können das ja nur zur Seite schieben. Rock is push. Ach, das ist Lava. Ich denke mal, ja, Lava tötet einen. Erstmal überall reinlaufen, um es auch zu wissen. Wall is stop, Rock is push. Baba ist melt. Wir schmilzen? Okay, wir schmelzen und Lava ist hot. Habe ich gemerkt. Lava tötet mich, das ist nicht cool. Und Fleck ist win. Okay, wir müssen irgendwie da rüberkommen. Wir können machen, dass der Stein Lava ist. Bringt das was? Ich glaube nicht. Nochmal zurück. Okay. Gut, wir können Baba ist Lava machen. Aber da kommt dasselbe bei raus, wie wenn wir den Rock zu Lava machen. Können wir auch gar nicht, weil wir hier gar nicht nach oben schieben können. Okay, was passiert denn, wenn man den Rock da rein... Okay, gar nichts. Mit dem Rock passiert nichts. Ist das, weil wir Melt haben, dass wir in der Lava sterben? Und wenn wir dieses Melt nicht hätten, dass wir dann nicht sterben? Übrigens, diese Augen sind richtig schön, dass sie immer so hin und her wobbeln. Okay, was können wir denn machen? Rock ist Push. Aber... Okay, wir haben ein Is. Und wir haben Lava. Was ist denn, wenn wir Lava ist Push sagen? Lava ist Push. Können wir jetzt die Lava wegschieben? Was? Wie witzig ist das denn? Ja, yeah, Lava wegschieben! Lava wegschieben, Action! Oh, das gefällt mir. Das ist ganz mein Humor. So, wir könnten jetzt richtig coole Sachen schreiben, Leute. Aber wir gehen einfach zur Flagge, ja. Okay, so funktioniert das. Lava is push. I like. Baba is love. Baba is life. Was stand da auf? Nein, ich muss doch wissen, wie das Level heißt. Okay, Wall is stop. Skull ist wahrscheinlich defeat, ja. Skull is defeat. Rock is stop. Rock ist auch stop. Okay, Flag is win. Wall is stop. Wall ist nicht mehr stop. Baba is you. Okay, wir können leider nicht durch die Skulls durch. Kann man, wenn man unten rausgeht? Nee, geht nicht. Okay. Ich dachte, dass man dann vielleicht oben auf der Map wieder rauskommt, aber leider nicht. Okay, dann müssen wir ja... Rock is stop. Okay. Wall is stop. Wir kommen nicht hier oben links rein, weil Rock auch stop ist. Wir können da halt gar nicht rein. Das heißt, wir müssen irgendwie mit Wall is stop und Baba is you arbeiten.
Was ist denn, wenn wir sagen, Wallace, you? Sind wir jetzt die... Wir sind jetzt die Wand. Ja, geht zur Flagge. Ah, was ist das denn für ein Spiel? Ich liebe es. Ist das geil. Mein Spiel ist minimiert. Mini-Spiel. Wir haben eine neue Map freigeschalten. Ich weiß nicht, wie man diese großen Blümchen kriegt. Vielleicht, wenn man alles hier wegmacht. Quasiart. Wir machen alles. Auch wenn wir jetzt schon weitergehen können wahrscheinlich. Aber wir machen alle... Alle Level. Baba is you. Fleck is gar nix. Grass? Grass ist stop. Okay. Aber die Wall ist gar nix. Das heißt, wir können mit diesem Gras hier arbeiten. Aber wir können es nur nach oben und unten schieben. Bringt uns jetzt nicht so viel. Okay, wir müssen irgendwie auf jeden Fall machen... dass die Flag hier draußen ist, oder? Die Sache ist, wir können nicht... Warte mal. Win können wir dann nicht reinschieben, weil wir das Ding ja gar nicht wegbekommen. Wir können... Win ist? Flag ist? Flag ist irgendwas, aber das geht ja nicht. Baba? Was ist denn, wenn wir Baba ist Win sagen? Oh. Nein! Auch RIP. Gib mir doch mal das Win. So, Baba ist Win. Ja, wir sind Win, aber wir sind leider auch tot, weil Baba ist jetzt gar nichts mehr, sondern einfach nur gewinnen. Baba hat keine Seele mehr, oh Gott. Okay, Win is you? Geht das? Nee. Das macht sogar noch weniger Sinn als Baba ist Win. Okay, interessant. Kann man... Uns fehlt halt ein Is. Oh, uns fehlt kein Is. Moment, hier. Alter, ich bin ja richtig schlau, Leute. Hätte ich nicht gedacht, dass ich so schlau bin. Fleck is win. Ja, super easy. Ja, damit haben wir den ersten See hier erledigt. Aber wir haben trotzdem keine große Blume bekommen. Wann kommt man denn hier rein? Okay, keine Ahnung. Gehen wir zur Qualle. The Lake. Das gefällt mir. Wir waschen hier aber gerade ein bisschen sehr krass durch. Lake. Icy Waters. Okay, eingefrorene Gewässer. Baba is you and sink. Wir sinken. Gut. Gut zu wissen. Jelly ist auch Sink. Wall is stop. Black is win. Black is win. Wir haben ein Wall. Also das... Ihr seht das, ne? Da steht Wall. Das müssen wir irgendwie da rausbekommen. Wir können eigentlich nur mit dem hier hantieren. Jetzt sind wir nicht mehr Sink. Können wir... Ah, jetzt können wir über das Wasser laufen. Jelly ist trotzdem noch Sink. Wasser ist gar nichts, deswegen können wir jetzt hier rüberlaufen. Okay, das ist interessant. Jetzt können wir auch das Wall hier rausholen. Okay. Baba is you und Wall? Dann sind wir tot. Aber wir sind ein Stück Wall geworden. Na, ganz toll. Gut, was können wir machen? Wir können das nach links und rechts schieben. Aber das bringt nicht wirklich was. Wir können das End noch irgendwie da rausholen. Wall and Sink? Black is win. Wir könnten hier oben halt noch was ranpacken. Also, okay, es gibt Ants. Baba is you. Baba is you. And Wall is sink. Ergibt auch keinen Sinn, ne? Wall is stop. Ich glaube, wir müssen... Black is... Win and Wall? Macht eigentlich auch keinen Sinn, oder? Dann wird die Flagge, glaube ich, einfach nur zur Wand. Ja, jetzt haben wir keinen Sieg. Punkt mehr, weil nix mehr eine Flagge ist. Okay, das war falsch. Setz mich zurück. Ja, setz mich zurück. Das war super falsch. Okay, Flag is win. Das muss, glaube ich, auch so bleiben. Das müssen wir hier auf jeden Fall auch wegmachen, oder? Dann können wir hier nämlich die Wall holen. Wir müssen irgendwas mit dieser Wall machen, aber was? Was, Leute? Was ist die Frage? Wir können das hier auch nach links schieben. Dann können wir sagen... Uns fehlt halt auch ein Is. Oh mein Gott, okay. Jelly is sink. Wir haben noch ein And. Warte, schick mich nochmal zurück. Okay, da muss ich, glaube ich, mal ein bisschen nachdenken. Wir haben ein Sink, dann können wir uns das Wall holen. Baba is Wall? Ist das wieder Baba is Wall und dann ist einfach vorbei? Hier, wir machen das so. Und dann ist nicht mehr Baba You, sondern wir sind die Wall. Nee, wir müssen... Das muss ja You is Wall sein, damit das geht. You is Wall. Aber wie soll ich das denn machen?
Wenn wir sagen, Wall and Baba is you? Momentchen! Also wir haben ein and. Ah, das ist komplizierter, als ich dachte. Okay, and. Ich probiere jetzt, Wall and Baba is you. Dann müssten wir die Wall und Baba sein, oder? Oh. Okay, wir sterben, sobald wir uns bewegen. Wir können jetzt aber hier rechts rüber. Okay, es hat funktioniert. Keine, ich weiß nicht, ob das die richtige Lösung war, aber es erschien mir ganz gut. Turns, machen wir auch noch. Witzig, dass man so andere Entitäten annehmen kann. Wall is stop, rock is push, star is sink. Ja, das ist richtig. Ich muss das jedes Mal ausprobieren, ob das wirklich stimmt. Skull is defeat. Wir haben eine Krabbe. Ist Crab irgendwas? Crab. Okay. Baba is you, Fleck is win. Wir müssen hier irgendwie rauskommen. Wieso ist da eine Straße? Man weiß es nicht. Wir haben hier einen einzelnen Stein. Wir haben zwei einzelne Steine. Wir haben ein and. Rock is push. Da. Rock is push. Was ist, wenn man den Rock sinkt? Okay, dann ist der schon mal weg. Skull is defeat. Kann man den Rock auch gegen den Skull? Da passiert gar nichts. Warum nicht? Hä? Okay, Skull ist defeat und Rock ist einfach nur push. Ach so. Der Rock ist gesinkt, weil der Star sink ist. Okay, macht Sinn. Das heißt, der Rock muss jetzt sink sein. Und dann sollte der Skull da reinfallen, ja. So, okay. Star ist gar nichts mehr. Es gibt keinen Star mehr. Crab. Wir müssen irgendwie die Krabbe werden, damit wir da rauskommen. Oder wir werden eine Qualle. Qualle ist auch nichts, ne? Nee. Wall ist stop. Wir kommen hier halt nicht raus. Rock ist sink, Rock ist push. Wir haben keine Rocks mehr, deswegen sind die Rocks eigentlich egal. Stars haben wir auch nicht mehr. Wir haben jetzt einen Crab. Crab. Star ist Crab. Crab ist Star? Crab ist Star. Bringt wahrscheinlich... Jetzt haben wir einen Stern draußen und der Star... Nee. Star is you? Können wir Star is you machen? Star... Oh, Star Baba is you. Ich krieg ja das Baba da nicht raus. Star is sink, Star is push, Crab is push. Kein Crab mehr da. Crab is Baba? Oh, geht das? Crab is Baba is you? Crab? Moment. Also so ist. Wir haben jetzt einen Stern da draußen. Star is Baba is you? Jetzt haben wir zwei Barbas. Ach so. Der Star ist zum Baba geworden und wir sind Baba. Deswegen können wir Baba benutzen. Und jetzt können wir einfach hier in die Fleck rein. Ja, nice. Congratulations. Danke, Spiel. Danke, danke. Komm, eins machen wir noch. Die drei hier. Affection. Gefällt mir sehr gut. Level Lake 3. Keke. Keke ist Move. Love is Push. Wait. Wenn ich A drücke, kann ich warten. Okay, Baba is you. Wie, Baba is you? Ach, Keke ist Move. Keke ist dann wahrscheinlich dieses pinke Ding da. Keke ist Move. Love ist Push. Aber Love ist auch Win. Und Alge? Alge ist Defeat. Heißt Alge auf Englisch wirklich Alge? Okay. Hätte ich nicht gedacht. Okay. Ja, Keke ist Move. Aha, die bewegen sich, wenn wir uns bewegen. Also die Kekes kann ich nicht bewegen, aber die bewegen sich von sich aus. Und nicht mehr weh, nee. Wir können einfach durch die durchlaufen. Die sind ja auch nicht Push oder so, die sind einfach nur Move. Okay, Love ist aber Push. Aber auch Win. Okay, das heißt, Love ist Push müssen wir schon mal wegmachen. Damit wir das Herz nicht vor uns herschieben, sondern darauf gehen können, damit wir gewinnen können. Keke ist Move, können wir eigentlich mal wegmachen. Jetzt bewegt sich Keke nicht mehr. Wir können sagen, Keke ist Love. Und Love is Win. Ja, easy. Jetzt habe ich das Warten nicht ausprobiert. Warte, das möchte ich noch mal kurz ausprobieren.
Was ist denn, wenn wir warten? Gehen dann die Kekes einfach weiter und wir bleiben stehen? Ja, okay. Wollte ich nur wissen, return to map. Ja gut, 20 Minuten sollte erstmal lang für den ersten Part. Ich habe Spaß an dem Spiel, bisher ist noch nichts wirklich Schweres dabei, aber das kommt bestimmt noch. Und dann würde ich sagen, wenn euch dieser Part gefallen hat, dann lasst ein Like da. Und wenn ihr keine Folgen mehr verpassen wollt, dann lasst auf jeden Fall noch ein Abo da. Ich wurde da jetzt vom Kloxen gezwungen, dass ich das zu Ende spiele. Von daher werden hier auf jeden Fall einige Parts kommen. Und ihr kennt mich, ich bin eigentlich keiner, der Let's Plays immer so beendet. Von daher ist das schon special hier. Dann nochmal danke an den Kloxen, dass du mir dieses Spiel zu 90% gekauft hast. Und ja, ich hoffe, du hattest Spaß und die anderen auch. Und dann bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Tschüss.